gewonnen, alles gut. Ein paar Tore gemacht, auch ein paar Tore zu wenig leider wieder. Aber 7 Stück ist schon in Ordnung. Und ja, da musst du halt so einen Gegner müde spielen. Die haben mit 6 Leuten auf einer Linie gespielt hinten. Haben am Anfang auch zu viel liegen lassen. Wenn wir früher ein Tor machen, dann wird es glaube ich einfacher. Aber dann das zweite und das dritte nachgelegt. Dann hat man gemerkt, dann haben sie den Glauben verloren, dass sie gegen uns was schnitzen können. Und dann wird es auch dann einfacher. Warst du denn mit der zweiten Halbzeit eher zufrieden als mit der ersten? Ja, das ist jetzt grundsätzlich egal. Das ist ein Spiel und du musst den Gegner müde spielen. Das ist ja klar, am Anfang haben sie noch Kraft und wir können jede Mannschaft verteidigen. Und mit 6 Leuten, 3 davor, das ist nicht einfach. Das ist gegen jede Mannschaft schwer. Aber da hätte ich mal gewünscht, dass wir schon mal früher ein Tor machen. Aber da haben wir ein paar Sachen liegen lassen und wir haben in der Halbzeit auch ein paar Sachen verändert. Auf der taktischen Natur her, dann haben wir es leichter getan und dann hat es ganz gut geklappt. Wie wichtig ist für dich, dass Markus Ziers mal einen Doppelpack gemacht hat? Ja, ist für ihn wichtig. Also, dass er angekommen ist, dass er Tore macht, dass er Selbstvertrauen findet, auch bei uns, dass ihn die Mannschaft gut aufgenommen hat, das sieht man. Und dass er torgefährlich ist, das wissen wir alle. Was konntest du aus dieser Partie jetzt rausziehen? Gar nichts. Nur, dass wir weitergekommen sind, dass die Jungs das gut gemacht haben. Ich glaube, wir wünschen uns den Schiedsrichter, die beiden Mannschaften und den Zuschauern einen schönen Abend.